Damit willkommen zurück bei Ark Survival Behindert. Man hat ja in der letzten Folge schon gesehen, dass ich mich wirklich schon ziemlich behindert angestellt habe. Psst, nicht lachen! Es ist nicht lustig! Doch, eigentlich schon. ja, mit dabei sind wieder die netten Boys von letztem Mal. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen hier die Führung einfach weiter, oder? Ja, wenn wir dann schon mal hier sind, ne? Ja, dann können wir auch gleich mal, da hast du ja schon gesehen, wo die Tauchausrüstung ist. Mal eine Taucherflasche und eine Brille. Das brauchst du nicht, soweit ist es nicht. So, Taucherflasche und Brille. Wenn ich jetzt wüsste, wie die Taucherflasche aussieht. Das ist das Oberteil. Da ist die Flasche gleich dran. Ach so, okay. Und eine Brille, sagst du, ja? Ja, damit du was siehst. Okay, dann... Ich will immer E drücken, damit man... Na? Sich aus wie Darth Vader. Kann mich auch genauso an. Ich weiß nicht, wie du bist. So. Und du hast ja letztens nicht geglaubt, dass es Wale gibt, ne? Da sind sie. Okay. Und das ist dieser verträumte Angler hier. Ja, wenn den der... Kann man, wenn... Den kann man übrigens auch reiten. Wenn der dich wegsnackt, dann ist Schicht im Schacht, ne? Aber der hat eben schön, das, der hat Licht, ne? Okay. Also ist schon hier... Alter Vater, was habt ihr euch hier rangezüchtet? Rosa Moser? Ah, alles klar. Ich weiß Bescheid. Ja, was hatten wir gestern? 5 Mosers haben wir, ne? Ich glaube ja, wir müssen nur wieder zusammenziehen, die ganzen Viecher. Jo, das ist ein bisschen chaotisch mittlerweile. Irgendwie. Hier ploppt halt alles mögliche an Namen die ganze Zeit nur auf. Ja, das ist... Holy moly! Man kann das so abschalten. Das, ja. Der Tittenfisch. Oder Kraken oder whatever. Kraken? Nee, den hab ich gar nicht gesehen. Ja, der ist sehr schön zum irgendwelche Viecher greppen und... Warum habt ihr den nicht Cthulhu genannt? Stimmt, hätte man machen können. Der hat halt noch gar keinen Namen gekriegt, also... Den haben wir einfach mal getamed, wenn wir wollten. Okay. Was bist du hier für ein Vieh? Bist du ein Vorfahre vom Delfin oder was? Ey, das sind die Wale hier halt. Das ist aber ein kleiner Wal, wa? Ja, reicht aber aus und ja, die sind... Bei denen brauchst du zum Beispiel keine Angst vor irgendwelchen Quallen haben, die fressen die nämlich gern. Die sind auch immun gegen die Quallengedöns da. Ansonsten, wenn du in eine Qualle reinschwimmst, dürfte es natürlich ziemlich gewesen sein. Ja. Da leuchtet es noch mal kurz auf und dann... Bist du gestunt, eine ganze Weile. Warum auch nicht, ne? So, okay. Ja, wollen wir weitermachen. Ja gut, nachts im Teich ist nicht viel zu sehen. Das ist ja gut, so viel ist auch nicht drin. Ein paar Mosas, ja, ein paar ja. Balisos und Kraken. Es gibt ja nicht so irrsinnig viel Wassertiere. Wahlkampf, okay. Ich hätte den Anglerfisch ja Angela Fisch genannt. Ja, würde jetzt ganz gut passen im Momentan. Unternehmen Wahlkampf, das passt dann sehr gut gerade. Access Inventory. So, zack und zack. Und dann die wieder da reinballern. Alles klar. Okay, dann. So. So. Mal die Kurzfassung machen. Weiter geht's. Da rechts wohnt der Tomi. Okay. Und links oben, das ist. Der Cookie ihre Hütte. Okay. Und das kleine verträumte Häuschen da unten ist mein. Direkt am Wasser. Ja. Aber da fehlt auch noch eine Hütte. Wo ist denn hier von unserer Miss O'Neill die Hütte? Die Brill? Ja, ja. Ja, können wir auch gleich. Der Müll ist etwas auswärts. Das ist zum Beispiel hier aus dieser Bridge-Mod, ne? Mhm. Das kriegt Studio Wildcard selber nicht hin. Muss man da Mods für nehmen. Muss mal ein bisschen nachhelfen, ne? Guck mal, ich leuchte sogar den Weg. Das ist eine Arschbeleuchtung.
Sogar so, auch am Wochenende. Ja, kack mich halt an, Saurier. Alter, bist du dumm? Laufe ich gerade drunter? Beweis. Ja, natürlich. Also willst du mir jetzt erzählen, dass wenn ich wenn ich über dir bin, ja, und ich dich anscheiße, ist das ein Liebesbeweis? Okay. Ja. Gut. Klar. Wenn ich dich sehe, kacke ich dich erstmal an. Dann musst du erstmal rauskriegen, welche das war. So, da, und dieses Häuschen ist der Spino-Schredder. Spino-Schredder? Ja, du bist ja jetzt noch Level 1, ne? Ja. Das werden wir dann bei Gelegenheit ganz schnell beheben. Okay. Weil die Drachen da oben, die sitzen da nicht aus Spaß, ne? Die haben eine Aufgabe. Aber die kriegst du gezeigt, wenn es soweit ist. Okay. Das hört sich schon an. Oh. Also, wie gesagt, das müsste jetzt ja auch gerade schön leuchten, oder? Es müsste ja Nacht sein gerade. Ja, ja, das ist sehr heimelig hier. Das ist also, wenn also hier unten da, ja, es hier fühlt man sich wohl. Ja, eigentlich, wohl, eigentlich nicht. Die gucken mir schon so an, so nach dem Motto, ja, geh die von alleine zu, ne? Die gucken schon so nach dem. Nahrhaft? Ja, so richtig. Ja, ja, hier hat sich Tobi halt farbmäßig ein bisschen bei den Spinos ausgetobt. Ja, gut, du sagst farbmäßig, ich sag Graustufen. Ja, wenn du das aber mal so in Kameraschwenk machst, dann haben dann wir sie zu schwer zu sehen. Ja, genau. Okay, ja, da haben wir. Stimmt, da haben wir wenigstens. Weil im Dunkeln können es auch schwer werden. Ja, naja, es geht noch. Es ist noch einigermaßen zu erkennen. Kann ich eigentlich eine Fackel einstecken? Ich könnte ja einfach mal hingehen, ja? Und es müsste eigentlich einen Filter geben, wie das dann aussehen würde für euch da draußen, wenn man farbenblind ist. Da muss ich mal nachschauen. Ich glaube, man bestimmt. Kann auch jeden Monitor, glaube ich, auf schwarz-weiß schalten. Ja, kannst du auch, aber theoretisch. Ich bin's halt so gewohnt, dass ich es halt nicht mache. Ist zwar ein bisschen anstrengender, ja. Aber früher stand hier mal ein Leuchtturm, so richtig bis da ganz hoch, aber der ist dann irgendwann einem Umbau zum Opfer gefallen, sagen wir mal so. Ist da jetzt ein Greenlight, was er runter droppt? Also ein Drop? Was da rechts? Nee, da wo ich jetzt hingucke. Geradeaus. Wo guckst du denn hin? Dahin. Hier so. Da. Ich sehe doch nichts. Okay. Dann liegt ja höchstwahrscheinlich meine Leiche. Das kann durchaus sein, ja. Das. Die dir noch nicht hergemacht hast, dann. Nee, die musst ja, du sogar doch. Wegmachen. Ernsthaft? Ja, die musst du sogar wegknallen. Lecker Schnitzel. Ja, also, wenn du eine Leiche im Teich findest, ne, kannst du klein machen und dann ab in den Schredder. Ja, das war mal unser Zähmfloß. Okay. Mittlerweile auch nicht mehr benutzt. Also, Leute da draußen, ne, wenn ihr irgendwelche Leichen seht, hackt sie klein, schmeißt sie in den Schredder oder auf den Grill. 1A Mafia-Methoden von Nero. Ja, hallo, auf dem Grill und essen und weg ist er. Ja, eben. Ich meine, ey, Free Food, hallo? Menschenfleisch ist gesund, hast das beste Fett? Naja, wohl eher kaum. Aber okay. Das lassen wir mal so dahingestellt. Alter, Vater. Aber der Himmel, der sieht schon echt nice aus. Ich meine, wenn man so Sachen ist, gewohnt ist, hier wie Minecraft die ganze Zeit nur zu zocken, dann ist das halt hier so. Holy Guacamole. So, hier ist unsere Tabijara-Zucht. Die sind da nicht umsonst eingeknastet. Hallo! Also, da kannst du nämlich auch wandern stellen, ohne dass sie in der Gegend rumhirschen. Ja, geil. Und vor allem, das Ei fällt gleich hinten raus. So, ja, wie gesagt, das ist, was wir vorhin gesehen haben, der Cookie-Haus. Keiner da, wir gehen trotzdem rein. Mit, ja, okay, ich wollte gerade sagen, mit schönem Blick über unseren Hafen, ja, man sieht. Voller Hafen, das ist voll das Meer. So, okay. Machen wir hier wieder zu, die Ömmeln. So. Ich glaube, wir müssen mal hier ein bisschen. Achso, okay, das Schlafzimmer von Cookie.
Das war klar, ne? Ja. Hauptsache das Schwein direkt so neben dem Bett. Das Kuschelbär. Ja, das ist ein... Ja. Da stand mal ein Schaf, das gestorben ist. Und da haben wir uns so gedacht, wie wär's denn mit einem neuen Kuschelbär? Und habe ich halt Cookies halbe Hütte eingerissen, habe das Schwein reingestellt und habe die Wände wieder gesetzt. Und wir haben gedacht, sie merkt's nicht, aber... Alter... Warte, hier musst du E drücken, glaube ich, ne? Ja, es will nur gerade nicht. Wie laufe ich gerade hier durch? Oder falsche Seite? Okay, ja, die falsche Seite. Dann kann es nicht klappen. So. Ja, diesmal bin ich ein bisschen vorsichtiger. Nicht, dass ich jetzt hier wieder so... Nein! So viel zum Thema vorsichtig. Aber es kam keine Todesmeldung. Du hast es anscheinend überlebt, ja? Ja, mehr oder weniger. Ich werde hier eingezäunt von den Ankis. Hast du ja noch irgendwie Glück, dass du nicht in die andere Richtung gesprungen bist? Da geht's dann die Klippe runter. Muss ich erstmal. Ah, ja, hau mir das Ding in die Fresse. Weißt du, kriegst du direkt erstmal so einen Klatsch vom Ankylosaurus. Normalerweise müsste ich einfach hier so wegfliegen, weißt du? Ach, der ist doch ganz lieb, der Ank. Ja, ja, natürlich, weißt du. Da hinten kommt ein pinker Drop. Glaube ich, dass das pink ist, oder? Pink, lila, blau. Der ist aber außerhalb der Base. Der ist genau in dem Graben. Der da zum. Da ist doch dieser Bibersee. Und da rechts kommt ein blauer runter. Oder? Ach, da hinten, ja, am Schnee. Ich habe gerade den Baum davor gehabt. Oder ist das. Ist das. Ich weiß es nicht. Ist das blau oder ist das grün? Das ist der blaue. So, dann kann man mal das Stückchen bis zu. Dann schnappt er hier mal die Lisa gleich daneben. Hallo? Die hat mich runtergeworfen. Tja. Die wird sich schon was dabei denken. Okay. Alter, die lenken sich wie ein Bus. Die Terrazinos gehen ja noch. Man kann sagen, setz dich doch mal auf den Bronto. Boah, ey, ich komme ja gar nicht auf die Viecher hier klar. So, und das ist April, ihre Hütte. Okay. Was sind das denn für Riesenfaultiere? Die Kalikotherien. Die scheißen ja hier alles voll. Sie hat aber ihre ganzen Bunden gar nicht hier, ne? Weiß ich nicht. Die müssten noch drüben stehen, möglicherweise. Und ich glaube, okay. Ein Großteil hat uns alle mit hier rübergezogen. Also, wir haben noch eine Alt-Base. Wo aber quasi nichts mehr ist, die müssen wir einfach machen. Ich höre halt nur. Hier war ich jetzt selber noch nie drin. Alter, das hört sich an wie im Zoo. Was hat sie denn hier? Da sitzt ein kleiner kackender Kobold drin. Alter. Ich sag ja, irgendwas läuft hier falsch. Die will mit Sicherheit Planet der Affen spielen. Das, ja, ist, so. Das ist nicht arg. April ist viel am Rumzüchten und Tun und Machen. Also ist die hier, das sind so dann ihre Zuchtverunglückungen hier. Augenkrebs. Das sieht ja schon so aus, als sei der den am Besteigen. Nee.
also. Ja, das sieht eklig aus. Selbst mit meiner Schädigung sieht das nicht richtig aus. So, ja, da war man im Prinzip eine Runde rum. Im Groben. So. Okay, okay. Ich überlege gerade, ist das Schild noch? Ja, das Schild ist noch da. Welches Schild? Okay. Ich meine, guck 2017. Guck dir die Viecher an. Den spricht doch die Intelligenz wirklich aus dem Gesicht. Was sind das für Viecher? Das sehen aus wie mega große Tapire. Wir sagen mal Paracetamol-Tiere. Paracetamol-Tiere? Die sehen eher aus, als seien die auf Valium. Wie heißen sie richtig? Paracetarium oder so? Paracetarium, ja. Also mittlerweile kann man sich den Namen fast nicht mehr merken. Es wird irgendwann zu viel. Vor allem, da die auch mal so schöne, einfache Namen haben. So, wo parke ich den jetzt? Einfach geradeaus. Ja, und wenn du dich fragst, wo die ganzen Eier herkommen, von hier. Ich seh nur irgendwelche Schriftzeichen und nichts anderes mehr. Also hier stehen jetzt alle unsere Eierleger. Alter, was ist falsch mit denen? Also irgendwelche Kippelprobleme oder sowas haben wir nicht. Gottesanbeterin, okay. Ach, manches, ja, die sind auch sehr schön zum Eisenfarmen. Ach, und das ist der, wo wir gerade hier sind. Du siehst ja wahrscheinlich da den Baryonyx rumlaufen, ne? Den was? Den Baryonyx da im Wasser. Die Wächterin des Sees. Ja. Das hat durchaus seinen Sinn, hier spawnen nämlich Fische drin. Und der steht auf aggressiv. So, und wenn du da jetzt rangehst und einfach mal aufmachst, siehst du. Also ein Nahrungsproblem mit Fisch haben wir auch nicht. Das Vieh rennt halt den ganzen Tag da im See rum und fischt Fische. Fische, ne? Ja, Fischer ist Fritze, ja. Wie war das? Ja, so hättest du den nennen müssen. Fischers Fritz. Der ist ja eine Sie. Nachdem der Wächter des Sees irgendwo. So ist der ist verschütt gegangen, irgendwo, ne? Der ist verschwunden. Haben wir nie wieder gefunden. Okay. Also irgendwo. Ja. Jetzt hat er wirklich eine Runde rum. Nice. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. So. Im Groben, ja. Ich höre nur Gefurze, Geschisse, jetzt schon wieder. Da kannst du noch froh sein, dass ich die Dodos noch extra nach da hinten verfrachtet habe. Da wirst du das richtig bekloppt. Wenn du die ganze Zeit das Gegrohre von den Dodos hast. Da wirst du bekloppt. Nee, Dodos haben wir nämlich 2-3 mehr. Was haben wir? 20, 30? Finger weg von der J-Taste. Das war nicht J, das war meine Punkt-Taste. Nie war es Punkt-Taste. Wie pfeift man das ab? Ah, verdammt! Punkt heißt hier an den Ort. Ist das dein Ernst? Ja, man kann die Viecher fernsteuern. Punkt setzt. Sagt, dass sie an einem bestimmten Ort gehen sollen. Und alle, die drauf hören, machen das.
Okay, Leute, ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute. Und ich glaube, wir haben jetzt erstmal was zu tun. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Ark Survival Behindert. Das Ganze hat's ja jetzt gerade wieder gezeigt. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao.